Moin, ich bin Jonas. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute soll es um dieses Schmuckelgerät hier gehen. Das hier ist ein Apple iPad Pro 11 Zoll, das ich mir jüngst zugelegt habe für die Arbeit, um damit ja, verschiedene Anwendungsszenarien quasi abzudecken, um damit mobil arbeiten zu können, also besser mobil arbeiten zu können. Um damit zum Beispiel in Meetings mitzuschreiben. Ich habe dafür auch den Stift, um quasi direkt auf dem iPad zu schreiben. Denn ich habe ja schon das hier, das kennt ihr, und wir haben auch schon zusammen, also das ist das Apple das ist das Apple MacBook Air, so heißt das Ding. Und darauf haben wir ja schon Office 365 installiert. Das ist aktuell mein Hauptarbeitsgerät, damit arbeite ich. Nutze die gesamte Office Suite und arbeite quasi für meine Kunden damit. Und wie gesagt, ergänzend jetzt neu dazu gekommen das iPad Pro in der 11 Zoll Variante, weil mir das 12 Zoll bzw. 12,9 Zoll, also das fast 13 Zoll iPad einfach zu groß ist. Wie auch immer, es soll heute nicht um die iPads gehen, sondern darum, wie man die Office-Produkte, also Office 365 mit den klassischen Office-Anwendungen Word, PowerPoint, Excel und Outlook auf diesem Ding hier installiert. Wie das geht, wo ihr die Apps findet, im App Store oder bei Microsoft, wie das Ganze funktioniert, ob das genauso funktioniert wie beim MacBook oder anders, das wollen wir uns jetzt gleich zusammen anschauen. Ich habe es noch nicht installiert, ich mache das jetzt gleich zum ersten Mal. Vorweg, ich habe ein bisschen was dazu gelesen und es scheint so zu sein, dass die Office-Apps fürs iPad nicht optimiert sind fürs iPad. Ich weiß es nicht, wir werden es gleich sehen, aber was man irgendwie hier und da liest, ist, dass es quasi die iPhone-Versionen sind. Und das iPhone ist ja durchaus dann nochmal ein bisschen kleiner. Das hier ist zwar nicht das iPhone, aber das hier ist ja, Smartphone-Größe und dagegen, ihr seht es, ist das Tablet. Und was ich gelesen habe, sind die Office-Versionen quasi für wirklich ein Mobiltelefon optimiert und nicht unbedingt für die Größe des Displays. Wie sich das auswirkt, das werden wir bestimmt gleich sehen, wenn wir fertig sind mit der Installation. Ansonsten ist auf jeden Fall natürlich der Unterschied zur Installation auf dem MacBook, dass auf dem iPad eine iOS- bzw. iPadOS-Version läuft, die eben nicht gleich ist wie die macOS-Version. Und damit ist die Installation ein bisschen anders. Es ist wirklich eine klassische App und nicht wie beim MacBook, also wirklich eine Anwendung für den Mac. Und ich bin gespannt, wo sich das unterscheidet, wie sich dann die Apps auswirken. Und das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Wir springen rein. Ich blende euch das Display vom iPad ein. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zusammen in den App Store. Dann gehen wir doch jetzt mal in den App Store und suchen mal nach Office 365, das wird uns auch gleich vorgeschlagen. Und ihr seht jetzt hier im App Store zum einen einmal Microsoft Office auf der linken Seite, dann Microsoft 365 Apps für Mobilgeräte und dann die einzelnen Apps. Das mit den einzelnen Apps, das haben wir auch schon auf dem MacBook gesehen. Also ich kann jetzt hier Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, OneDrive, Office Lens oder Microsoft Lens heißt das jetzt, To-Do, etc., etc., auch alles einzeln installieren. Wir wollen ja aber die ganze Suite installieren und wir schauen mal, was hier quasi der Unterschied ist. Wenn wir auf Microsoft Office gehen, dann sehen wir erstmal direkt den Hinweis, auch enthalten in Microsoft 365 Apps für Mobilgeräte. Wir sehen Microsoft Corporation, also das ist die originale App, beziehungsweise das originale Bundle. Hier haben wir dann die Produktbeschreibung. Dann wollen wir einmal auf die andere schauen. Was haben wir hier? Und hier sehen wir jetzt tatsächlich, wohingegen Microsoft Office ja nur der Installer, also dieses Paket quasi ist, was dann alle Apps runterlädt, haben wir hier die einzelnen Apps, die in dem Paket drin sind. Genau, hier ist dann eben neben Word, Excel, PowerPoint auch noch Outlook, OneDrive und OneNote dabei und Teams sollte auch dabei sein. Hier sind die Bewertungen ein bisschen schlechter. Es ist allerdings auch von Microsoft.
Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal auf Microsoft Office. Laden die hier runter, die hat auch die besseren Bewertungen. Und dann werden wir jetzt hier gefragt, das Ganze zu bestätigen. So, der Download ist fertig, wie wir sehen. Und jetzt gehen wir mal auf Öffnen und dann kriegen wir die Microsoft Office App. Und das, was als erstes passiert, das kennt ihr von allen anderen Plattformen auch. Ihr werdet danach gefragt, ob ihr einen Microsoft 365 Benutzer habt, den ihr hier verwenden wollt. Oder quasi von neuem anfangen. Wir sagen Benutzer benutzen und mit dem anmelden, den wir haben. Und siehe da, die Anmeldung läuft. So, Mitteilung erhalten, wenn jemand Dokument mit Ihnen teilt oder mit Ihnen zusammenarbeitet. Jetzt nicht. Alles bereit. Sie können jetzt mit Microsoft... Okay, ich kann jetzt also alles machen, was in dem Abo drin ist. Dann sagen wir mal okay. So, wir landen, und ich muss euch jetzt doch was ausblenden, auf der Office-Startseite und sehen jetzt hier unsere quasi zuletzt verwendeten Dokumente. Ja, okay, kommt mir bekannt vor. Hier auf der linken Seite haben wir Aktionen. Okay, was können wir hier machen? Hier kann ich mit PDFs Dinge tun und weitere Möglichkeiten. Wir schauen mal in die Einstellung. Okay, hier kann ich jetzt die Speicherkonten festlegen, alles klar. Hier finde ich jetzt die Verknüpfung zu meinem OneDrive und meinem SharePoint, das ist schon mal super gut. Und hier könnte ich jetzt auch ein weiteres Konto hinzufügen. Das ist total praktisch. Wenn ich auf SharePoint gehe, sehe ich genau den SharePoint meiner Firma. Und ja, das ist doch gut. Offline-Dateien. Hier könnt ihr ein paar Einstellungen setzen, ob ihr über WLAN runterladen wollt oder auch über Mobilfunk und... Die Benachrichtigung Autoformat wird in der Mobile-Ansicht starten. Das lassen wir mal aus. Apple Pencil wollen wir erlauben. Und gut, Datenschutz ist klar verstanden. Ja, dann drücken wir hier unten mal auf Erstellen. Und ihr seht, hier könnt ihr jetzt neue Notizen erstellen. Alles klar, ihr könnt was scannen. Ein Word, ein Excel, ein PowerPoint oder eine Forms-Datei. Eine Forms-Datei aufmachen. Dann wollen wir doch mal ein neues Excel aufmachen. Okay, hier gibt es jetzt ein paar... coole Funktionen. Ihr könnt beispielsweise eine Tabelle scannen, die ihr mit der Hand gezeichnet habt, auf einem Stück Papier und die Office-App wandelt das Ganze dann in eine Excel-Tabelle um. Wie das Ganze geht, zeige ich euch vielleicht mal in einem separaten Video. Ist aber auf jeden Fall total cool, probiert das mal aus. Gut, wir können aus Vorlagen starten, PowerPoint das gleiche. Und Word könnt ihr auch einen Text scannen und daraus dann Word machen und dann eben loslegen. Klar. So, dann fangen wir mal mit einer leeren Arbeitsmappe an und wir sehen da, hier haben wir Excel. Excel auf dem iPad. Okay, das ist die Menüleiste. Hier oben, ihr habt Start, Einfügen, Zeichnen. Das wollen wir nicht. Formeln, Daten, Überprüfen. Ansicht und ihr könnt dann hier quasi auch zwischen den Einstellungen scrollen und könnt jetzt hier anfangen, beispielsweise eine Tabelle einzufügen. Ja, die Tabelle hat Kopfzeile und dann wollen wir die Tabelle größer machen und seht ihr, schon können wir anfangen und jetzt mal da hier auch mal reinschreiben. Spalte 1 soll nicht Spalte 1 heißen, sondern ja, irgendwie. Und jetzt habt ihr hier quasi eure Tabelle und könnt in Excel losarbeiten und habt, wie ihr seht, hier die gleichen Funktionen oder viele der Funktionen, die wir auch vom Desktop kennen. Genau, was hier alles so in den einzelnen Apps geht, darauf will ich jetzt in diesem Video nicht eingehen. Ihr kennt die Apps, also das ist Excel. Die wird dann auch automatisch, genau, ihr könnt dann sagen, ob ihr sie speichern wollt oder löschen. In dem Fall wollen wir sie löschen. Wir gehen hier nochmal auf Erstellen und dann zeige ich euch nochmal PowerPoint. Ähnliches Prinzip, ihr habt oben ja, die verschiedenen Optionen jetzt. Na, ihr könnt mit einem Klick auf die Leiste quasi die unteren Funktionen wieder ausblenden. Könnt ihr auch die Animationen machen, Bildschirmpräsentation. Und hier könnt ihr jetzt eine neue Folie einbauen, Folienformat. Mal gucken, gibt es auch den Design-Editor,
Den finde ich ja immer total cool bei Entwurf vielleicht, Designs. Und ja, ihr seht, ihr habt hier auch die Standard-Office-Designs und könnt jetzt sagen, ich möchte in diesem Design und könnt jetzt hier tatsächlich wirklich wie in PowerPoint auch am Rechner losarbeiten. Doppelklick rein und dann könnt ihr da etwas reinschreiben. Meine Präsentation. Und ihr könnt hier ein Bild einfügen und alles Mögliche machen, den Hintergrund formatieren. Genau, ihr seht, hier gibt es die verschiedensten Optionen, was man quasi machen kann. Ja, wieder zurück zum Standard, bestimmt irgendwie. Ja, hier oben gibt es die Zurückfunktion. Also ihr seht, ihr habt ja wirklich ziemlich vollwertige Office-Apps eigentlich. Was passiert, wenn ich auf Play drücke? Ah, okay, dann komme ich in den Präsentationsmodus. Gut, meine Präsentation hat jetzt nur zwei Slides. Spannend. Und hier kann ich im Präsentationsmodus genau, ich kann hier auch quasi drauf rummalen. Ich kann hier in ja, diesen quasi Präsentator-Modus gehen, also wo ich mir dann noch meine Notizen anzeigen kann und die quasi auch mittendrin noch ergänzen kann. Ich kann den Stift wieder ausmachen. Ich habe hier die Einstellung für den Stift. Also ich kann das Ganze beispielsweise. Habe ich hier nicht den Radierer ausgewählt? Doch. Auch wieder wegradieren. Also das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also so schlecht sind die Apps doch gar nicht. Dann ist die Info, die ich am Anfang hatte, mit, das ist fürs iPhone optimiert, tatsächlich wahrscheinlich nicht ganz richtig, weil das hier, muss ich sagen, ist schon ziemlich cool und funktioniert auch gut optimiert. Auf dem iPad. Und wenn ich meinen Stift jetzt gerade hier hätte, dann kann ich natürlich hier auch mit dem Stift direkt reinschreiben. Und hier habe ich tatsächlich auch die Designideen, was ich eben gesucht habe. Ja, seht ihr, dann können wir hier irgendwie nochmal auf das Design wechseln. Hier mit bunten Blümchen und die Designideen. Also auch diese AI-Funktionen sind in PowerPoint auf dem iPad vorhanden, was ich persönlich ziemlich cool finde. Also da kann man wirklich gut mitarbeiten und wenn ihr dann noch mit dem Stift irgendwie eure Notizen direkt reinmacht. Klar, das ist jetzt nicht so komfortabel, wie wenn man das auf dem Mac direkt machen würde, die Präsentation zu bauen. Aber um unterwegs irgendwie oder um auf der Couch entspannter als mit dem iPad, Quatsch, mit dem MacBook auf dem Schoß etwas zu machen oder eine Präsentation nochmal Korrektur zu lesen und vielleicht nur ein paar Kleinigkeiten zu ändern, ist das schon ziemlich gut. Ja, auch das verwerfen wir nochmal und der Vollständigkeit halber wollen wir einmal ins Word gehen. Und im Word haben wir ja, klar, eine weiße Seite und auch hier wieder das gleiche Prinzip. Einfügen, Layout. Ihr könnt auch hier jetzt na, mit Tabellen arbeiten und andere Dinge tun. Fehlende Schriftarten werden heruntergeladen. Spannend. Ja, also ihr seht, auch hier gibt es die ganzen Funktionen. Ich kann hier Piktogramme einfügen. Und, also alles, was ihr von Office tatsächlich kennt. Und ich muss sagen, das gefällt mir ziemlich gut, was ich hier sehe. Was haben wir hier unten noch? Ah, hier haben wir jetzt noch die weiteren Microsoft-Apps. Da sehe ich auch, was mein Abo alles umfasst. Und hier kann ich sie jetzt quasi direkt abrufen, wenn ich sie nicht einzeln installiert habe. Denn wenn ich das jetzt richtig sehe, habe ich hier nur diese Office-App installiert. Ja, in der quasi alles embedded ist. Also ich habe jetzt, korrigiert mich, aber kein Excel einzeln installiert, weil wenn ich jetzt hier auf Excel abrufen klicke, genau, komme ich auf den Download-Link für die einzelne Excel-App. Das ist jetzt eine sehr gute Frage, wie notwendig das ist, diese Apps nochmal einzeln zu installieren. Das ist der App Store, da wollten wir nicht hin. Ich würde im ersten Moment sagen, das ist wahrscheinlich dann notwendig. Ja, wann ist es notwendig? Da bin ich tatsächlich gerade selber überfragt. Denn Dateien erstellen könnt ihr hiermit. Ihr habt hier auch direkt Zugriff auf euer OneDrive, wie ihr seht. Genau, das ist jetzt meine OneDrive-Struktur. Hier seht ihr jetzt genau meine zuletzt verwendeten Ordner. Ich kann auf Dateien auf meinem iPad zugreifen. Ich kann, wie gesagt, in den SharePoint gehen, in meinem OneDrive Dinge tun. Genau, auf meinem SharePoint habe ich auch gleich meine SharePoint-Seiten, na, sehr cool. Also das integriert sich hier direkt nahtlos über meinen Account und ist damit wirklich eins zu eins wie auf dem MacBook. Ich muss sagen, das gefällt mir ziemlich gut, das sieht gut aus. Ob wir die Office-Apps noch einzeln installieren müssten, also Excel beispielsweise, das
Habe ich noch nicht rausgefunden. Im ersten Moment würde ich sagen, vielleicht nicht. Kann aber sein, dass es durchaus Anwendungsfälle gibt. Mir fällt gerade ehrlich gesagt keiner ein. Aber wir probieren es mal aus und installieren einfach mal Excel beispielsweise und schauen mal, ob die App dann vielleicht anders aussieht als die, die hier in dieser Office-Integration drin ist. Wir gehen dazu mal auf die Apps hier und sagen jetzt Excel abrufen und laden Excel mal herunter. Ja, ich möchte das installieren. Wunderbar. So, der Download ist abgeschlossen. Wir gehen auf Öffnen und wir sehen... Wir sehen Excel. Okay. Also wir sehen, jetzt haben wir hier so eine klassische Excel-App und ja, ich erkenne sofort, es ist das gleiche Look and Feel. Also wir haben wieder an der linken Seite quasi unsere Einstellung. Wir haben hier die weiteren Apps. Genau, unten die Einstellungen, also welche Konten. Genau. Das ist ziemlich identisch. Auf Home werde ich genau meine zuletzt verwendeten Excel-Dateien haben. Jetzt muss ich euch das leider wieder alles ausblenden, aber ich glaube, das ist soweit klar. Und über das Plus kommt ihr jetzt auf Vorlagen. Das sind die Standard-Excel-Vorlagen. Und wenn wir jetzt hier mal eine aufmachen, genau, haben wir hier eine Excel-Vorlage. Aber dann sieht Excel, danke für den Hinweis, genau, genau so aus wie das, was wir eben in der Office-App gesehen haben und was ihr quasi auch aus euren anderen Geräten, aus eurem Windows, aus eurem Mac oder ähnlichem kennt. Ja, und jetzt haben wir hier eine Excel-Vorlage und können quasi in die reinarbeiten. Das heißt, Excel funktioniert dann quasi genau so. Und ihr habt hier jetzt einfach quasi noch die Vorlagen zusätzlich. Wobei ihr die Vorlagen, wenn wir nochmal in die Office-App rüber switchen, glaube ich, auch in der Office-App haben, wie wir gesehen haben. Das heißt, ich würde spontan behaupten, für die einzelne Installation von Excel oder PowerPoint oder Word gibt es eigentlich aus meiner Sicht gerade keinen nennenswerten Grund. Denn, ja, wie gesagt, es sieht dann hier von der Menüführung auch genauso aus wie über die Office-App. So, wir haben gerade gelernt, dass die Office-App im Apple App Store ziemlich gut ist eigentlich, weil sie die typischen Office-Anwendungen, die ihr für Büroarbeit, also Word, Excel, PowerPoint, direkt quasi integriert hat. Und darüber funktioniert, sie bringt alle Funktionen mit, die die Apps auch einzeln mitbringen. Was an dieser Stelle vielleicht zu erwähnen ist, ist, dass natürlich in der Office-App jetzt keine separate OneDrive-App bei ist und auch keine separate Outlook-App und auch noch nicht Teams. Aber ihr kommt quasi ja über OneDrive und SharePoint an alle eure abgelegten Daten. Ihr habt es gesehen, ihr könnt direkt in euren verknüpften SharePoint gehen und habt da die unterschiedlichen SharePoint-Seiten mit den Bibliotheken und ihr habt euer OneDrive und ihr habt auch überall eure zuletzt verwendeten Daten, weil das ja alles an eurem User hängt. Also das ist schon ziemlich praktisch. Ich würde tatsächlich jetzt erstmal wahrscheinlich auch die Excel-App wieder rausschmeißen und sagen, ich gehe nur mit der Office-App und mal gucken, wie weit ich komme. Outlook, Teams und OneDrive werde ich bestimmt separat nochmal installieren. Bei OneDrive weiß ich es noch nicht, da muss ich mal ausprobieren, wie das sich verhält. Mal gucken, vielleicht lohnt sich das, ein eigenes Video dazu zu machen. Outlook auf jeden Fall, weil ich muss irgendwie an meine Mails kommen und ich möchte nicht den Apple-Mail-Client benutzen, weil der Outlook-Client einfach einige Funktionen hat, die besser sind, die ich auf jeden Fall benutzen möchte und die einfach mit dem Apple-Client nicht so gut funktionieren. Und Teams, klar, um unterwegs auch Teams-Meetings zu machen. Auch dazu überlege ich, ob ich da nochmal ein eigenes Video zu mache, wie Teams auf dem iPad funktioniert. Das ist nämlich ganz cool. Sollte es sein. Ja, also ich würde sagen, Office auf dem iPad, sehr, sehr solide, mein Fazit. Ich finde es total cool, ich finde es super ansprechend. Auch die ganzen kleinen Funktionen, wie dass ich ein Blatt Papier einscannen kann und das automatisch in eine Word-Datei oder eine Excel-Datei umwandeln kann, ist natürlich etwas, was absolut hilfreich sein kann. Das funktioniert auch nicht nur mit einem Blatt Papier, es funktioniert beispielsweise auch mit einem Whiteboard. Ja, vielleicht mal dazu mal einen Short oder so, wenn mein neues Whiteboard da ist. Dann male ich da mal eine Tabelle dran und zeige euch, wie ihr die dann mit dem iPad oder natürlich auch mit dem iPhone oder mit dem Android-Phone in dem Fall, über die App einfach einscannen könnt und daraus eine Excel-Tabelle machen. Das ist nämlich eine ziemlich coole Funktion.
Genau, ansonsten Installation war einfach. Einfach anmelden mit euren Daten. Das funktioniert natürlich genauso, wenn ihr keinen Business-Account habt. Also ich bin ja hier mit meinem Geschäftsaccount drin. Wenn ihr quasi den Office 365 Home Student oder Home Professional oder wie der heißt, das Abo habt, dann habt ihr ja einfach ein paar Apps weniger, aber ihr habt trotzdem ja Word, Excel, PowerPoint, das sowieso, ihr habt auch OneDrive und da euer Terabyte Speicher, also das geht alles genauso. Das erkennt die App auch automatisch, wo ihr euch da anmeldet, das wird einfach anhand eurer E-Mail-Adresse erkannt. Ansonsten würde ich sagen, braucht ihr bei der Einrichtung eigentlich nicht viel mehr beachten. Ja, vielleicht so ein bisschen Datensynchronisation online, offline, je nachdem. Mein iPad hat jetzt auch eine SIM-Karte, also ich brauche mir da keine Gedanken machen. Ansonsten ist das natürlich immer so eine Sache, gerade für unterwegs, dass man schaut, dass die Daten auch wirklich synchronisiert sind oder sich dann synchronisieren, wenn ihr wieder online seid. Sonst macht das ganze System ja keinen Sinn. Auch die Tatsache, dass die Apps direkt, wenn ihr eine neue Datei erstellt, sie in OneDrive erstellt, sodass sie quasi automatisch, sobald das Gerät online ist, sie in der Cloud abspeichert, finde ich total praktisch, weil euch das einfach das Hin- und Herkopieren ersetzt. Ihr müsst euch ja nicht mehr darum kümmern, OneDrive macht das und ihr habt das dann auf allen anderen Geräten auch sofort verfügbar. Sofern die natürlich online sind. Ich muss sagen, ich bin begeistert davon. Ich werde das Ganze jetzt ausprobieren. Wie gesagt, vielleicht mache ich noch das ein oder andere Video zu einer der anderen Apps und zu einer der Funktionen. Vielleicht ein Short oder ein Video, wo ich da einfach nochmal drauf eingehe. Ich werde damit jetzt ein bisschen arbeiten, mal eine Woche auf zwei. Und dann schaue ich mal, was für ein Video ich vielleicht als nächstes mache. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, wenn euch das Video wieder gefallen hat, dann Daumen drücken, den Kanal abonnieren. Wir sind weiter am Wachsen. Ich freue mich über den Support. Und ja, schaut euch auch eins der anderen Videos an. Ich habe, wie gesagt, eins, wo ich das Office-Paket einmal auf dem Mac installiere. Und ansonsten habe ich noch haufenweise Videos, die die Office-Welt oder die Microsoft Office 365-Welt euch näher bringen sollen. Und ich würde mich auf jeden Fall über das positive Feedback freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie immer, bleibt gesund, macht's gut und tschö. Mit Ö.